Ende des Sommers, Anfang Herbst haben wir angefangen, bei allen Deutschlandfonds mehr Exposure aufzubauen, sprich wir haben Leverage aufgenommen und überinvestiert. Herzlich willkommen aus Mannheim. Wir sind heute beim Fonds Professionell Kongress und möchten hier mit Fondsmanagerinnen und Fondsmanagern vor allem die Fragen zum Thema Investment und der aktuellen Portfolioausrichtung diskutieren. Unter anderem auch dabei Sabrina Reh von der DWS. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Ja, deutsche Aktien, ein großes Thema für die DWS, für dich auch in deinem Portfolio. Deutschland ist so ein bisschen der kranke Mann Europas, sagt man aktuell wieder. Wie ist dein Eindruck von der deutschen Wirtschaft? Wenn wir die Wirtschaft anschauen, sieht man hier einige Schwierigkeiten. Uns fehlt das Wachstum aus China unter anderem. Aber wenn man deutsche Aktien sich anschaut, ist es ja wesentlicher zu betrachten, was macht die globale Wirtschaft. Denn eigentlich generieren 80% der DAX-Gewinne werden eigentlich im Ausland generiert, sprich außerhalb Deutschlands, 20% innerhalb Deutschlands. Und deshalb ist eigentlich, was hier im Wirtschaftsstandort passiert, gar nicht so wichtig oder so entscheidend. Was noch wichtig ist, ist vielleicht auch zu erwähnen, wo das eine Rolle spielt, ist, wenn die angelsächsischen Investoren sich Deutschland anschauen, dann klar ist die Neigung, in Deutschland zu investieren, jetzt nicht so stark, wenn man diese Headlines, die du schon gesagt hast, kranke Mann Europas, so sieht. Und das erklärt dann auch die Bewertung bei den deutschen Aktien, die historisch tief jetzt ist gegenüber besonders dem US-amerikanischen Index. Heißt, historisch tiefe Bewertungen können ja auch immer als Chance gesehen werden. Siehst du für das Laufen ja durchaus Chancen bei deutschen Aktien? Ja, durchaus. Also wir würden sagen, dass wir für deutsche Aktien dieses Jahr auch konstruktiv ins Jahr schauen. Wichtig ist hierbei zu beachten, ich würde sagen, dass das Jahresstart jetzt etwas schwieriger werden könnte gegebenenfalls, weil zum Jahresstart geben jetzt ja auch die Firmen ihr Ergebnis fürs Geschäftsjahresende, legen die vor und die geben einen Ausblick für 2024. Und entsprechend könnte das etwas verhaltener sein, also die Ausblicke zum jetzigen Zeitpunkt. Aber das könnte auch Chancen geben, weil wir hatten ja letztes Jahr gesehen, der DAX hat einen sehr guten Jahresverlauf gehabt, besonders zum Jahresende noch hin. Und jetzt zum Jahresstart könnte es vielleicht einen Rücksetzer geben und dann auch neue Chancen ergeben. Letztes Jahr haben wir uns an genau dieser Stelle auch unterhalten. Da hast du dein Portfolio erstmal defensiver aufgestellt. Es war ja viel auch los im letzten Jahr. Ist diese defensive Ausrichtung immer noch vorhanden? Ich würde sagen, Ende des Sommers, Anfang Herbst haben wir angefangen, bei allen Deutschlandfonds mehr Exposure aufzubauen. Sprich, wir haben Leverage aufgenommen und überinvestiert. Das ist ja eins der Merkmale bei unseren Deutschlandfonds. Das heißt, wir haben Investitionsgrad über 100% und in verschiedenen Ausrichtungen, je nach Fondspositionierung, aber durchaus offensiver zum Jahresende hin auch gewesen. Ja. Und ein Sektor, der auch aufgestockt wurde, auch wichtig in Deutschland, der Chemiesektor. Vielleicht dazu ein paar Worte, warum wurde der aufgestockt und wie ist der aktuell positioniert? Genau, also im letzten Jahr hatte ich den Chemiesektor reduziert gehabt, war da auch untergewichtet. Jetzt bin ich eher neutral positioniert. Der Grund hierfür ist, dass wenn wir aufs Jahr schauen, dass wir eher damit rechnen, dass auch die zyklischen Werte, darunter fällt natürlich auch der Chemiesektor oder auch der Industriesektor, auch wieder einen Fahrt aufnehmen könnten im Laufe des Jahres, weil wir sehen können, dass die Frühindikatoren sich hier langsam stabilisieren. Die Frage ist so ein bisschen, was macht die Nachfrage? Also wenn man jetzt momentan mit Chemiekonzernen spricht, dann ist die Stimmung eher noch sehr schlecht, weil man noch jetzt nicht eine Wiederbelebung der Nachfrage sieht. Inventare sind jetzt langsam ausgeleert, aber das könnte im Laufe des Jahres auch Chancen ergeben. Daher sind wir da eher neutral positioniert. Insofern trotz oder vielleicht auch gerade wegen einer schwächelnden Wirtschaft wurde das Aktien-Exposure auf deutsche Aktien weiter aufgestockt und dort weiterhin positiv gestimmt. Auch für zyklische Werte ist Sabrina Reh von der DWS. Vielen Dank für deine Einblicke. Herzlichen Dank.